Kulturstaatssekretär Dr. Gunnar Schellenberger hat anlässlich der Übergabe von Zelter und Pro-Musiker-Plaketten die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen in Chören und Orchestern Sachsen-Anhalts gewürdigt. Der Staatssekretär sehe das ehrenamtliche Engagement als Rückgrat unserer Kulturlandschaft. Für ihn ist es wichtig, auch unter Corona-Bedingungen Möglichkeiten für Proben und Auftritte zu schaffen. Junge Menschen seien für die Musik zu begeistern, so Schellenberger. Chöre oder Instrumentalensemble, die mindestens 100 Jahre aktive Tätigkeit nachweisen können, zeichnet der Bundespräsident jährlich mit der Zelter oder Pro-Musiker-Plakette aus. Aus Sachsen-Anhalt wurden geehrt der Madrigalchor Dessau, der Männergesangsverein Einigkeit Dessau-Mildensee, der Frauenchor Salzwedel und der Männergesangsverein Fregleben mit der Zelter-Plakette sowie das anhaltische Zupforchester mit der Pro-Musiker-Plakette.